Thomas Ecker, was zieht ihr für ein Fazit hier von der Tagung, die ihr zusammen beim Verkehrsclub habt organisiert? Ist es heute darum gegangen, aufzuzeigen, wie Tourismus und Verkehr zusammenspannen können. Und ich glaube, man merkt sehr deutlich, dass es eine Zusammenarbeit überhaupt einmal braucht. Das ist sehr wichtig, dass die verschiedenen Akteure zusammenkommen müssen. Es braucht entsprechend einen Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren. Und dann kann man wirklich Verkehr und Tourismus verknüpfen. Und dann können beide davon profitieren. Und jetzt natürlich aus meiner Sicht, Berggebietsvertreter, da kann man wirklich auch eine Entwicklung in diesen Bergregionen auslesen. Man hat das heute eindrücklich gesehen, zum Beispiel am Beispiel von der Finchgau-Bahn, wo wirklich auch die Bevölkerungsentwicklung nachher sogar positiv war, nachdem dass wir die Bahnerschließung wieder neu aufbauen können. Ist das ein gutes Beispiel hier für Zwolles? Kann man das auf das einbrechen, die Bahn? Absolut. Also ich sehe hier, dass ein MGB zum Beispiel solche Angebote hätte machen könnte. Man hat heute mit der MGB bereits sehr gute Angebote im Winter, mit dem Langlauftourismus im Goms. Ich stellte mir vor, dass man genau das gleiche für den Sommer würde aufbauen würde, zusammen mit dem Bike-Tourismus. Dass man wirklich für Lademöglichkeiten würde schaffen für Bike. Auch zusätzlich natürlich jetzt neu mit dem Bike-Trail hinten am Rüff auf Zermatt, im ganzen Fischbertal, könnte man ein super Angebot schaffen. Das wäre ein super Vorbild für Zwallis. Regionalverkehr ist ja auf Subventionen angewiesen, wenn man so ein bisschen die Bundespolitik verfolgt. Der Raum Zürich und der Storch in Krems wahrscheinlich im nächsten Jahr. Sie wird auf dem Verlierergleis als Berggebiet und vor allem als Wallis. Wir haben jetzt schon das dritte Sparprogramm hinter uns, das immer wieder probiert wurde, ist, den Regionalverkehr zu kürzen. Bis jetzt haben wir das immer abwehren, weil der Regionalverkehr hat doch einen grossen politischen Support, wo man merkt, der ist extrem wichtig für das Überleben und Funktionieren von unseren Talschaften. Man kann es auch auf das Gesamtsystem übertragen. Wenn man die Blutzirkulation hinten an den letzten Venen nicht mehr hat, wird am Schluss auch irgendwann das Herz versagen, mal übertrieben gesagt, also überspitzt gesagt. Und das Gleiche ist im Regionalverkehr, wenn wir die letzte Erschliessung auf der letzten Meile nicht haben, dann funktioniert nachher auch der Fernverkehr nicht mehr. Wir haben heute in der Schweiz wirklich so ein super System, das kapillar bis in die letzte Region geht. Und das muss unbedingt aufrechterhalten. Und darum werden wir nicht schon in Zukunft gegen jegliche Sparbemühungen im öffentlichen Regionalverkehr einsetzen. Das seid ihr gefordert jetzt als neuer Nationalrat und neu als Direktor von der Saab, oder? Da muss man sagen, wir haben jetzt schon 3 Sparprogramme erfolgreich überwinden. Es wird sicher wieder das nächste kommen, da bin ich sicher. Aber da werden wir wieder an vorderster Front dagegen kämpfen. Und ihr habt ja auch gesagt hier an der Tagung, da braucht es Koalitionen, sonst ist man da auf verlorenem Posten bei der Verkehrspolitik, oder? Das ist absolut so und darum haben wir heute vielleicht uns als kleines Signal die Tagung zusammen mit dem VCS gemacht, um zu signalisieren, wir sind aber immer nur politische Gegner, wenn es zum Beispiel um irgendeinen Strassentunnel geht, sondern wir arbeiten heute zusammen, wenn es wirklich im Interesse von unserer Region ist.